Die Kunden sind so individuell, die muss man meistens dann einfach nehmen und zu ihrem Glück zwingen. Ja, dann herzlich willkommen zum dritten Aufschlag hier, Kinzig Valley auf der Couch. Wir hatten heute wieder unser fünftes Startup-Frühstück und habe den Christian Romeis hier auf der Couch. Bevor der Christian sich vorstellt, ich werde im Nachgang jetzt noch ein paar Fragen stellen zu seinem Vortrag zum Thema Projektmanagement, also klassisches Projektmanagement versus agiles Projektmanagement. Deswegen dranbleiben, aber Christian, stell dich erstmal vor, wer du bist und was du so machst. Alles klar, ja, mein Name ist Christian Romeis, hast du ja schon gesagt. Ich komme aus Gründau, bin Geschäftsführer von zwei kleinen Firmen. Wir sind 17 Leute insgesamt. Die eine Firma stellt Software her, Anwendungssoftware auf Auftragsbasis. Wir arbeiten sehr viel für Großkunden. Die andere Firma kümmert sich rund um das Thema Online-Marketing. Wir beraten dort auch Großkunden, machen aber auch Agenturgeschäft für kleinere Kunden. Versuchen dort einfach am Puls der Zeit zu sein, sind auch viel an den Hochschulen unterwegs, machen da entsprechend immer ganz spannende Projekte, gerade in Darmstadt mit der Hochschule. Ja, und seit August nunmehr sitzen wir hier auch mit drei Leuten im Kinzig Valley und genießen die Atmosphäre hier im Coworking Space. Wir kennen das schon länger, weil wir in Darmstadt nämlich auch schon unseren Coworking Space angemietet haben, schon seit Jahren. Nehmer, jetzt haben wir uns vor ein paar Tagen unterhalten und ich habe dich gefragt, ob du mal Lust hast, einen Vortrag zu halten. Und ich mache mir immer Gedanken, soll ja für jeden irgendwie einigermaßen spannend sein. Und du hast dich entschieden, zum Thema Projektmanagement was zu sagen. Jetzt kenne ich das aus meinem eigenen Geschäft. Mache das, glaube ich, auch eher so gefühlt agil. Sag doch mal so ein bisschen, oder so der Unterschied zwischen dem klassischen, wo ist der Unterschied zwischen klassischem Projektmanagement und dem agilen? Ja. Vielleicht so in kurzen Worten, ja. Ja, ursprünglich tatsächlich habe ich vor 10 Jahren, glaube ich, auch Vorlesungen zum klassischen Projektmanagement gemacht. Und als du mich dann gefragt hast und ich überlegt habe, da sitzt ein bunter Haufen an Leuten, die so völlig unterschiedliche Branchen bedienen und ganz unterschiedliche Arbeiten machen, war natürlich die Frage, wie geht man da drauf ein? Und ich habe so ein bisschen impulsmäßig das Ganze ja aufgebaut, dass man sagt, okay, was ist eigentlich das Klassische? Was ist das Agile? Und wie matcht das zusammen oder was sind die Parallelen dabei? Und wenn man jetzt mal beim Klassischen anfängt, sagt man, okay, wir reden immer über drei Parameter. Das eine ist der Umfang vom Projekt, das zweite ist der Aufwand, den ich da reinstecken muss, um diesen Umfang zu erreichen, und die dritte Komponente ist die Zeit. Und beim Klassischen halte ich immer den Umfang stabil. Ich schreibe ein Lastenheft, ein Pflichtenheft und so weiter. Da ist wirklich fest fixiert, was nachher das Ergebnis sein muss. Mhm. Und nachher kommen natürlich immer Sachen dazwischen, sodass ich eben Aufwand und in der Zeit meistens wandere und dann auch meine Projekte aus dem Ruder so ein bisschen laufen. Gerade in der heutigen Zeit ändern sich die Anforderungen so schnell, dass ich da andere Methoden brauche. Ich muss also agil damit umgehen können. Und das ist eben die Änderung im agilen Umfeld. Ich lasse den Umfang nicht mehr stabil, sondern das, was nachher rauskommt, das Ergebnis, das kann durchaus sich im Laufe der Projektlaufzeit verändern. Also ich bin nicht mehr fixiert auf das, was vor einem Jahr festgeschrieben wurde, sondern ich versuche in meinem Projekt auf die aktuellen Begebenheiten der Umwelt, des Arbeitens und so weiter einzugehen und entsprechend das Projekt auch daraufhin anzupassen. Und das haben wir heute so ein bisschen versucht darzustellen. Also was bei mir ankam ist, weil ich es ja auch selbst, glaube ich, irgendwie zum Gefühl, gefühlt auch selbst lebe, das hat sowas von Dynamik, also was sehr dynamisch ist. Das geht auf diese aktuellen Begebenheiten ein, die sich ja auch verändern. Jetzt kommen wir beide ja aus der IT-Szene und da ist ja irgendwie jeden Tag was Neues angesagt. Und wenn man da über ein halbes Jahr ein Projekt an den Start bringen will, muss man ja, denke ich mir, echt relativ regelmäßig auf diese sich ändernden Begebenheiten auch reagieren. Ja. Trotzdem, ich glaube, das kam auch mal so zur Sprache, hat das Thema agile Projektmanagement so ein bisschen was von ungeordnet, von ein bisschen Waldorfschule, keine Ahnung, also so, ne, wir haben uns alle lieb irgendwie, es müssen ja irgendwie Ziele definiert werden. Ich glaube, du hast von diesen einzelnen Meilensteinen gesprochen, also mehrere kleine Etappen zu gehen und dann auch
nach Zielerreichung auch, ne, zu sehen, das hat funktioniert, um dann Vertrauen zu fassen. Also was sind so die Erfolgsfaktoren oder was ist so ein typischer Kunde, der agiles Projektmanagement auch zulässt? Ja. Im Zweifel würde ich gar nicht sagen, dass es den typischen Kunden gibt, sondern die Kunden sind so individuell, die muss man meistens dann einfach nehmen und zu ihrem Glück zwingen. Also wir versuchen schon alles, was wir so tun, in diesen agilen Methodiken auch umzusetzen. Und was du schon sagst, es ist wichtig, dass man natürlich das Ziel am Ende hat, also das, was rauskommen soll, in groben Bahnen zumindest. Ich muss es nicht in 50 Seiten Dokumentation beschreiben, aber ich muss zumindest eine Richtung haben, wie ich da hinkomme. Und dann ganz elementar, was du auch angesprochen hast, das Schöne am Agilen ist, ich kann mein Projekt nach Möglichkeit in Teilbereiche untergliedern, möglichst kleinteilig, die dann nachher Ergebnisse liefern. Ja, also ich muss eigentlich nach einer kurzen Zeit schon in der Lage sein, Teilerfolge zu vermelden, die der Kunde auch irgendwie greifen kann. Bei uns in der Softwareentwicklung versuchen wir immer schon von Anfang an zu sagen, nach 2 Wochen steht ein Konstrukt, das kann ich schon anfassen. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich eine komplett neue Software baue, dann wird es dort schon installiert, da kann ich mich einloggen, dann kann ich zum Beispiel schon User anlegen und Rollen vergeben und so. Das funktioniert schon, es ist fertig. Mhm. Ja, wir können also nach 2 Wochen, sage ich mal, fertig melden, den ersten Satz. Und ganz wichtig, was du auch angesprochen hast, dieses Vertrauen. Ja. Wie bringe ich jetzt eigentlich den Kunden dazu, mir zu vertrauen, mir das mitzugeben? Auf der einen Seite kommen viele aus der Historie heraus, eben mit diesen Lasten- und Pflichtenheften und erwarten, dass am Ende das Ergebnis stimmt. Jetzt komme ich und sage, naja, lass das mal alles offen. Wir dokumentieren das nicht in der Tiefe runter. Ja? Du musst mir vertrauen. Und dieses Vertrauen schafft man natürlich über langfristige Beziehungen, aber auch über diese Kleinteiligkeit, dass ich relativ schnell Ergebnisse liefere und der Kunde merkt, ja, das passt. Ja? Und wenn er merkt, das passt nicht, kann er immer noch sagen, zack, das beenden wir hiermit. Ja? Gibt es Kunden, also heute Kunden, weil ich habe auch gespürt, dass du auch Fan von diesem agilen Projektmanagement auch bist oder es ja auch lebst, gibt es Kunden, wo du trotzdem sagst, das lassen wir mal, wir machen das auf klassischem Wege, weil einfach das Geschäftsmodell es verlangt oder der Kunde, wo du denkst, okay, ich glaube, der Kunde, den hole ich mit diesem eher freien, agilen System da nicht ab. Gibt es also Kunden, wo du auch ganz klar sagst, lassen wir die Finger davon? Also nach innen hin machen wir es immer agil. Also alles, was wir intern machen, wie wir uns arbeitstechnisch aufstellen, ist agil. Was man natürlich hat, gerade wenn man für Großkonzerne arbeitet wie wir, dann hat man oftmals die Projektplanung von außen übergestülpt. Da hat man gar keinen großen Einfluss mehr. Da ist man ein Rad vielleicht in diesem ganzen Konglomerat und dann hast du nicht mehr die Möglichkeit, da groß auszubrechen, zu sagen, hör mal, lass mal deinen Projektplan da sausen, den McKinsey jetzt gerade macht oder Boston Consulting Group oder wie sie auch alle heißen. Wir machen jetzt nach agiler Methode. Da kannst du nicht einwirken. Aber nach innen hin versucht man tatsächlich immer, das agil auch zu tun. Okay. Ja, dann würde ich sagen, dann danke ich dir nochmal für das Interview, den ganzen Vortrag haben wir komplett aufgezeichnet, also ist über unsere Facebook-Seite komplett auch mit reger Diskussion auch nochmal zu verfolgen. Ging, glaube ich, bestimmt 20 oder 25 Minuten, also die volle Dröhnung gibt es nochmal in der Aufzeichnung. Tu mir einen Gefallen, Christian. Wir hatten vor zwei Tagen hatten wir ein schönes Meetup zum Thema, sag du was dazu. Ne? Du warst ja Mitorganisator. Ja, der Philipp, der auch hier im Coworking Space mit uns arbeitet, und ich hatten die Idee, einfach mal hier lokal im Kreis eine Gruppe zu schaffen für Leute, die sich mit IT beschäftigen. Wir haben das dann ganz frech McKinsey Nerds genannt. Und diese McKinsey Nerds ist einfach eine Meetup-Gruppe, die wir jetzt initial ins Leben gerufen haben, um zu gucken, kommt da überhaupt jemand? Und wir waren total positiv überrascht. Also sind mittlerweile, glaube ich, 64 Leute in der Gruppe und 30 Anmeldungen waren es, 27 waren am Ende da. Und wir hatten einen super Abend hier bei Pizza und Bier und auch einen netten Vortrag, glaube ich, von mir über Eventstorming, also einer Technologie oder einer Workshop-Methodik aus dem Domain-Driven Design. Und waren uns alle einig, dass das weitergehen sollte und werden wahrscheinlich im April dann nochmal die nächste Runde dann angehen. Ne? Und freuen uns darauf. Also wer da Bock drauf hat zu kommen im April, also wir machen da einen Aufruf, Meetup-Gruppe, MKK-Nerds, mal reingucken. War wirklich ein toller Abend, gibt einen zweiten Aufschlag. Ja, und wer generell mal Lust hat, hier im Kinzig Valley aufzuschlagen, einfach mal kommen, testen, gibt hier so eine
Test die Valley 5-Tage-Woche, wo man einfach mal testen kann und gucken kann, wie es einem hier gefällt. Wir haben immer am ersten Freitag des Monats unser Kinzig Valley Frühstück, wie auch heute. Und heute, glaube ich, wieder 20, 25 Leute da. Einfach über die Webseite mal gucken und eine Mail schreiben, wenn ihr Lust habt zu kommen. Ja, und dann danke ich nochmal Christian für das Interview und bis demnächst. Ciao. Danke dir, Bernd. Ciao. Thank you.